Hallo Leute, ich bin der Midnight-Burner und heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich für euch die Funke Titanschlag Blau. Ja, hier handelt es sich um Bengalböller mit einer Nettomasse von jeweils 3 Gramm pro Stück. Wir haben eine normale 20er Schachtel und ja, wir werden jetzt mal ein paar bei Tag und ein paar bei Nacht zünden. Mein Fazit findet ihr wie immer am Ende des Videos und dabei wünsche ich euch viel Spaß. So, kommen wir zum Fazit. Ja, also der Titanschlag Blau hat mir gut gefallen. Was der Knall angeht, spielt der Titanschlag Blau, zumindest was Bengalböller angeht, auf jeden Fall eher in der oberen Klasse. Einzig, zumindest ist in meinem Fall, die Dumbum Black waren minimal stärker. Was den Titanschlag auf jeden Fall von den anderen Bengalböllern abhebt, ist der blaue Vorbrenner. Ansonsten sind die eher so Richtung Grün und Rot. Und ja, der namensgebende Titanschlag, also die Titanfunken im Knall, war wirklich ein gelungenes Gesamtpaket, auch wenn ich sag mal, die originalen, naja, Tuono Blue bevorzuge. Aber naja, das ist halt eher F4, beziehungsweise die abgeschwächte Variante kam ja in P1 noch raus, aber das anderen Geschichten. Das einzige Problem beim Titanschlag Blau ist wie bei sehr vielen anderen Funke-Agento-Artikeln die Verfügbarkeit. Da ist ja irgendwie mal was auf den Markt gekommen und seitdem, ja, Produktionsschwierigkeiten in China. Also falls euer Händler noch irgendwo Restbestände hat, auf jeden Fall Kaufempfehlung. Ansonsten als Alternative würde ich auf jeden Fall die Classic Dumbum Black Edition empfehlen. Die hat zwar den klassischen, ich glaube, grünen Vorbrenner, aber dafür ist der nochmal deutlich kräftiger als ja der Vorbrenner bei allen anderen Bengalböllern und Knall ist halt auch ordentlich dort. Naja, belassen wir es dabei. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, über Abo, Kommentar und Like würde ich mich natürlich wie immer sehr freuen. Ansonsten freut auf das nächste Video und auf Wiedersehen.